das Heilige Römische Reich im Jahre 1120. Während sich große Mächte streiten, finden in Westfalen bedeutende Dynastien zusammen. Graf Gottfried von Cappenberg ist erst seit kurzem mit Ida verheiratet. Sie ist die einzige Tochter des mächtigen Grafen Friedrich von Arnsberg, genannt der Streitbare. Es ist eine gute Partie für alle Beteiligten. Sollte Gottfried seinen Schwiegervater beerben, würden der Arnsberger und der Cappenberger Besitz zusammen eines der größten Territorien in Westfalen bilden. Und Schwiegervater Friedrich kann sich schon zu Lebzeiten über mehr Einfluss denn je freuen. Wenn da nicht jener Streit zwischen Kaiser Heinrich dem V. und Papst Kallixt dem II. Wäre, der nun seit 5 Jahrzehnten tobt. Wer hat die höchste Autorität auf Erden und darf damit die Bischöfe einsetzen? Gottfried und sein Bruder Otto schlagen sich auf die Seite der Kirche. Im Gefolge des Bischofs, der aus Münster vertrieben wurde, reiten sie in die Stadt ein. Ihr Ziel? Die Schmach der Vertreibung rächen und den Bischof wieder einsetzen. Gegen den Willen des Kaisers. Die Dinge geraten fürchterlich außer Kontrolle. Denn Gottfried befehligt ein Heer, das mordet und brandschatzt und selbst vor einem Gotteshaus keinen Halt macht. Mit der Brandstiftung des Doms durch seine Ritter hat sich Gottfried gegen Kaiser und Kirche vergangen. Er gilt als Sünder und Aufrührer. Gegen sämtliche Teilnehmer des Kriegszuges erhebt der Kaiser Anklage wegen Hochverrats. Doch Gottfried fürchtet nicht nur die Strafe durch den Kaiser, sondern bangt vor allem um das Heil seiner Seele. Norbert von Xanten, Gründer des Klosters Prämonstrat. Ein Mensch, der gegen Gewalt und Macht, für Frieden und Versöhnung predigt und sich für ein Leben in Armut entschieden hat. Wo er hinkommt, folgen ihm die Leute und lauschen. Mögen unsere Herzen sich öffnen und unsere Festungen zu Orten des Friedens werden, zu Orten des Herrn. Herr, lass diesen Mann mein Vorbild. Diesen Weg mein Schicksal sein. Unser aller Schicksal. Gottfried hat seinen Seelenretter gefunden. Er fasst den Entschluss, der Welt zu entsagen, all seine Güter zu verlassen und sich freiwilliger Armut hinzugeben. Ist das sein letzter Ausweg? Oder leitet ihn wirklich Frömmigkeit? Wer weiß. Fakt ist jedenfalls, dass ebenso Bruder Otto in das Kloster eintreten soll. Und auch von seiner Frau Ida und seinen Schwestern verlangt er diesen schweren Schritt. Und weil's mit weiblicher Mitsprache im 12. Jahrhundert eher düster aussieht, beugen auch sie sich dem Willen Gottfrieds. Um unseres Seelenheils willen werden wir unsere Ritter an den Bischof und diese Burg in die Hände Norberts und dessen Orden übergeben, auf das hier unter seiner Zucht und Leitung dem Herrgott gedient wird. Hab und Gut für die Rettung des Seelenheils. Ein fairer Deal? Dieser stinkende Hundsarsch, dreckiger, fauler Schall, was fällt dem ein? Beschwatzt meinen törichten Schwiegersohn! Niemals lasse ich das zu! Idas Eintritt ins Kloster durchkreuzt Friedrichs Plan. Für den Streitbaren geht's um die Zukunft seiner Dynastie. Erst wenn Ida und Gottfried ihm einen Enkelsohn schenken, würde der Ruhm seines Geschlechts die Zeit überdauern. Gottfried muss erst mal mit dem Kaiser ins Reine kommen. Im Büßergewand tritt er vor den Herrscher, bittet um Schutz für sein Kloster. Vergib mir. Wie mag der Kaiser ihn sehen? Als armen Sünder, der mit dem Rücken zur Wand steht? Vergib mir. Als frommen Büßer, der alles Weltliche hinter sich lässt?
Er verzeiht dem Grafen und gewährt ihm Schutz. Im ganzen Reich macht die Kunde von Gottfrieds Weltentsagung die Runde und findet prominenten Zuspruch. Der Herzog von Schwaben preist Gottfried auf dem Hoftag zu Utrecht für die noble Entscheidung. Aber der Herzog ist ein Schlitzohr, denn er selbst schielt auf das Kappenberger Erbe. Im August 1122 wird Burg Kappenberg schließlich zum Kloster geweiht. Durch niemand Geringeren als jenen Bischof, wegen dessen Rückkehr nach Münster einst ein Gotteshaus in Flammen stand. Da stehen sie nun, die Raufbolde, und sind ganz fromm. Ich will, dass hier, wo bisher nichts als Roheit und Gewalt herrschte, von nun an himmlischer Gehorsam einkehrt. Besiegelt wird die Stiftsgründung nur wenige Wochen später. Während Gottfried sein gesamtes Hab und Gut dem Orden vermacht, handelt Bruder Otto für seinen Teil der Erbschaft noch einen Preis aus. Gleich zwei Burgen mit Land und Höfen überlässt er dem Herzog von Schwaben. Für ein Reliquienkreuz, das Wunder wirken soll. Und 400 Mark. So viel kostet die Gründungsurkunde des Klosters Kappenberg. Um diese Zeit ist Judith, Frau des Herzogs von Schwaben, schwanger. Mit einem Kind, das noch Geschichte schreiben wird. Auch der jahrzehntelange Streit zwischen Kaiser und Papst wird zu eben dieser Zeit endlich beigelegt. Denn der Kaiser und Gesandte des Papstes handeln das sogenannte Wormser Konkordat aus. Friedrich der Streitbare denkt derweil nicht daran, seine Pläne und die Zukunft seiner Tochter kampflos aufzugeben. Ida soll nicht im Kloster versauern, denn die Linie Arnsberg darf nicht aussterben. Gottfrieds Schwiegervater ist zu allem bereit und marschiert gegen Kappenberg. Im noch so jungen Orden machen sich die Mönche auf das Schlimmste gefasst. Sie beichten einander und sehen schon dem Märtyrertod entgegen. Wir öffnen die Tore! Möge Gott uns beschützen. Was mag Gottfried ihm gesagt haben? Dass Friedrichs Seele in Gefahr sei? Was ihm blüht, wenn er ein Kloster überfällt? Wir wissen es nicht. So nehmen Gottfried sei Dank ganz ohne Blutvergießen die Feindseligkeiten doch noch ein Ende. Und nicht nur für die Grafen von Kappenberg beginnt im Jahre 1122 ein neues Leben. Mit der Taufe von Friedrich Barbarossa bricht auch für das römisch-deutsche Reich eine neue Zeit an. Barbarossa wird zu einem der einflussreichsten Herrscher des Heiligen Römischen Reiches. Gottfried stirbt 1127. Ida tritt prompt aus dem Kloster aus und begründet das jüngere Arnsberger Adelsgeschlecht. Der Bischof von Münster steigt mit Kappenbergs Rittern zum Territorialherren auf. Für fast 700 Jahre wird Westfalen fortan von geistlichen Fürsten dominiert. Barbarossa regiert das Heilige Römische Reich von 1155 bis 1190 als Kaiser. Barbarossa schenkt seinem Taufpaten Otto eine Silberschale, die das Bild der Taufe zeigt. Otto übereignet sie dem Kloster, wie auch den berühmten Kappenberger Kopf, der die Reliquien seines Kreuzes birgt. Das Vermächtnis von Kappenberg.